Also Videospiele sind für mich schon ein wichtiges Medium insgesamt. Nicht nur einfacher Zeitvertreib, sondern mittlerweile wirklich auch mit Freunden treffen, gegenseitig unterstützen, als Team zusammenkämpfen oder gegeneinander sich mal messen können auf digitaler Ebene. Ja, war sowohl der Ausbruch so ein bisschen aus dem Alltag, vor allen Dingen, wenn der Arbeitstag vielleicht etwas stressiger war und dann einfach mal dann noch den privaten Rechner anschmeißen und ganz locker mal eine Runde daddeln. Dennis ist leidenschaftlicher Gamer. Seit seinem 17. Lebensjahr ist er querschnittsgelähmt, zockt aber so ziemlich jedes neue Spiel mit einem Controller für den Mund, der sich Quadstick nennt, und streamt damit unter dem Namen Wheelie World auf Twitch. Mit dem Quadstick kann ich eigentlich alles spielen. Von Adventure-Spielen wie Super Mario Bros. Wonder, bis hin zu Shootern, Call of Duty, RPG-Spiele wie Baldur's Gate, World of Warcraft und. Da sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Weltweit spielen mittlerweile ca. 3 Milliarden Menschen regelmäßig Videospiele. Doch nicht alle Menschen bringen dieselben Voraussetzungen dafür mit. Für den Großteil an Games braucht man ein hohes Maß an motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Eingabegeräte wie Controller oder Tastatur sind kleinteilig und sogar Menschen ohne Beeinträchtigungen können sie ohne jahrelange Erfahrung nicht völlig intuitiv bedienen. Teilhabe und Inklusion rücken immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Auch auf die Welt der Videospiele hat diese Diskussion einen Einfluss. Aber ein Hobby, das so viele Menschen begeistert, auch für jeden zugänglich zu machen, ist eine extrem komplexe Aufgabenstellung, der ich auf den Grund gehen möchte. Ich, Jasper, bin Creative Director bei Game2, war früher aber auch als Medienpädagoge unterwegs. Ich habe mir den Release des Sony Access Controllers zum Anlass genommen, der Frage nachzugehen, welche Möglichkeiten es für Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen gibt, an unserem Lieblingshobby teilzuhaben und welche Lösungen sie dafür finden. Wir besuchen die Werkstatt Moritzberg bei Nürnberg. Hier arbeiten ca. 350 Menschen, die in ihrem Arbeitsalltag Teile für die deutsche Automobilindustrie fertigen. Florian ist hier Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung und hat aufgrund seiner eigenen Leidenschaft für Videospiele auch unter den Werkstattmitarbeitenden eine eingeschworene Gemeinschaft an Zockern gefunden. Von FIFA bis Mario Kart werden verschiedene Genres abgedeckt. Wie und warum diese Spiele gespielt werden, ist aber total unterschiedlich. Florian sieht Games nicht nur als Zeitvertreib, sondern als eine Möglichkeit, Selbstbewusstsein zu stärken. Jeder, der mal beim Vorstellungsgespräch war, weiß, wie es ist, wenn man sich verstellen muss und sich besser darstellen möchte, als man eigentlich ist, seine Mängel kaschieren, damit es keiner merkt. Und das machen unsere Leute Großteil des Tages oder die meiste Zeit. Sie versuchen, ihre Mängel zu kaschieren. Man merkt relativ schnell, wo Probleme sind, aber sie versuchen es halt und das kostet Kraft, das kostet Anstrengung. Und genau das muss ich nicht, wenn ich ein Computerspiel spiele. Florian hat über die Jahre ein gutes Gespür für die Vorlieben und Ansprüche seiner Gruppenmitglieder gewonnen. Wie wird hier gezockt? Hier zockt jeder unterschiedlich. Einer hat nur die eine Hand zur Verfügung, andere haben beide Hände zur Verfügung. Wichtig ist da, dass man Spiele dementsprechend anpassen kann. Und den Controller, also der Controller, wenn man die einzelnen Knöpfe belegen kann, wie man sie braucht, dann ist das super und es ist auch gut, wenn ich die Knöpfe dahin legen kann, wo ich sie brauche. Es kommt aber auf den unterschiedlichen Grad der Beeinträchtigung an. Und auch mir fällt auf, eine universelle Lösung für Zugänglichkeit kann es gar nicht geben. Dafür sind die Anforderungen, die jede einzelne Person mitbringt, zu vielfältig. Deswegen setzen sogenannte Access Controller auf ein adaptives Konzept. Der Controller selbst fungiert als Hub, mit dem diverse Controller-Varianten verbunden werden können. Microsoft hat mit dem Xbox Adaptive Controller schon 2018 seinen barrierefreien Controller released und Sony zog letztes Jahr mit der Veröffentlichung des Access Controllers mit. Doch wie effektiv ist so ein Eingabegerät? Aus meiner Perspektive ist das schwer zu sagen. Deswegen haben wir bei Florian in seiner Videospielgruppe nachgefragt, ob sie die Controller für uns testen können und wo ihre Grenzen liegen. Am Anfang war ich nicht begeistert. War sehr kompliziert zum Aufbauen, hat uns verwirrt, hat mit den Spielen eigentlich nicht gut funktioniert. Es muss bei jedem Spiel neu angepasst werden. Das ist für mich kein barrierefreies Zocken, sondern es ist ganz einfach betreutes Zocken. Das kann kein Mensch erkennen, was hier das überhaupt zu bedeuten hat. Da muss er wirklich mit der Lupe hingehen. Aber mit zunehmender Dauer, wo wir den getestet haben, sind wir dahinter gekommen, wie das Ding eigentlich zu benutzen ist. Und dann ist es eigentlich richtig cool. Man
kann ihn genau so hinbasteln, wie die Leute ihn brauchen, damit Leute, die nicht mit normalen Controller spielen wollen oder können, die auch trotzdem Computerspiele spielen können. Wie fandest du jetzt das Spielen mit diesem Adaptive Controller? Gut. War es kompliziert? Nee, es hat schon passt. Okay. Hat Spaß gemacht? Ja. Ja? War es kompliziert? Ja. Ja? Okay. Aber hat geklappt? Ja. Ja? Auskristallisiert hat sich bei uns, dass dieser Controller besser ist. Warum ist er besser? Erstmal habe ich hier einen vollwertigen Controller in der Hand. Ich habe alle Tasten, die ich benötige, hier außen rum. Ich kann sie einzeln belegen. Er ist griffig, er passt genau in eine Hand. Ich brauche keine zweite Hand, ich brauche nur eine funktionierende Hand. Ich kann mir die Knöpfe zurechtlegen, wie ich sie brauche. Ich habe, wenn ich ein Spiel habe, wo ich nicht alle Knöpfe brauche, kann ich mir hier unten sehr schön die Knöpfe hinlegen, die ich brauche. Ich kann das Ding in alle Richtungen drehen, das ist 360 Grad verwendbar. Ich habe sehr viele Optionen mit diesem Teil und ich kann hier noch vier zusätzliche Knöpfe an der Seite anschließen. Was natürlich auch noch super ist, wenn ich Knöpfe für jemanden brauche, der vielleicht einen Knopf mit dem Kopf bedient, mit dem Mund bedient. Das ist super. Ein guter Anfang, aber eben mal schnell einen Adaptive Controller anschließen und loszocken, funktioniert anscheinend nicht. Hier ist genaue Planung und vor allem sehr viel Gewöhnung gefragt. Auch Dennis hat eine Weile gebraucht, um mit seinem Quadstick entspannt zocken zu können. Mit der ganzen, in Anführungszeichen, Programmierkenntnis, was technisch möglich ist, plus, dass ich wirklich genau wusste, wie ich was mache und die Steuerung, die ich mit drauf hatte, waren es am Anfang schon so 2-3 Monate. Aber da gab es auch noch nicht ganz so viele Leute, die den hatten, wo man nicht so viele Tipps holen konnte. Deswegen musste man sich mehr alleine durchfuchsen. Aber geht alles. Gaming bringt meiner Meinung nach ein extrem hohes Potenzial für alle Menschen mit. Gerade auch für die Menschen, die in unserer Welt extrem unter Barrieren leiden und Barrieren spüren jeden Tag. Auch Katrin hat als Pädagogin Erfahrung mit der positiven Wirkung von Spielen. Als Workshop-Leiterin nutzt auch sie den Xbox Adaptive Controller bei der Arbeit mit Seniorinnen in Altersheimen, um ihnen die Freude am Zocken zu vermitteln. Ich finde, Gaming und die damit verbundene Zone oder Welt zeichnet sich ja dadurch aus, ich kann sein, wer ich will. Ich kann das tun und lassen, was ich möchte. Ich kann laufen, ich kann springen, ich kann Auto fahren. Ich kann das, worauf ich Bock habe. Das, was das Spiel mir ermöglicht, das kann ich machen. Und das hängt nicht zusammen mit irgendwelchen Barrieren, die mir aufgesetzt werden. In der Gaming-Welt selber bin ich zwar barrierefrei, aber der Zugang dazu durch beispielsweise nicht barrierefreie Steuerungselemente verwehrt mir natürlich den Zugang. Und deswegen baut sie sogar ihre eigenen Buttons und Controller. Das war auch eine Idee aus meiner ehemaligen Einrichtung, wo ich tätig war. Haben wir uns Fahrradgriffe genommen und diese auch verlötet mit Buttons, weil das einfach ganz griffig tatsächlich in der Hand liegt oder auch zwischen die Beine gepackt werden kann und dann trotzdem mit einem Finger, mit dem Ellbogen bedient werden kann. Was liegt gut in der Hand und ist so das älteste Spielzeug der Welt? Der Ball. Und dann dachte ich, ich mache aus dem Ball ein kreatives digitales Steuerungselement. Und das hat auch für große Begeisterung gesorgt. Ganz oft verbinde ich das Element auch mit, sagen wir jetzt mal, einem klassischen Jump-and-Run-Spiel. Und dann ist das die Funktion, für nach rechts zu gehen und die für nach links zum Beispiel. Alternative Controller sind schon mal der richtige Schritt. Aber dafür müssen auch die Spiele selbst barrierefrei sein. Egal wie gut der Controller ist, ich muss die Einstellungen im Spiel haben, die dazu passen oder auf der Konsole haben, die genau dazu passen, zu diesem Controller, dass ich es mir perfekt hinrichten kann. Allein der Controller macht sich aus. Es muss schon im Spiel eine Barrierefreiheitseinstellung geben und diese Barrierefreiheitseinstellungen müssen passen. Viele Games haben mittlerweile Einstellungen für Untertitel und Farbfilter. Spiele, die in Deutschland Förderung erhalten wollen, müssen sogar ihre Barrierefreiheit bei der Antragstellung beweisen. Anforderungen sind hierbei zum Beispiel Button-Remapping, einstellbare Untertitel und umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Aber ist es damit getan oder ist doch noch mehr zu tun, bis noch mehr Menschen Videospiele auf ihre eigene Art genießen können? Die von Aktion Mensch geförderte Initiative Gaming ohne Grenzen
bietet Räume für Jugendliche zum Spielen und in ihren Gaming-Gruppen testen sie die Spiele selbst auf ihre Barrierefreiheit. Wir testen in den Bereichen Hören, Sehen, Verstehen und Steuern die Spiele und gucken eben, wo sind dann in den jeweiligen Bereichen eben für total unterschiedliche Leute auch die Hürden. Und was die einen Menschen total vom Gaming ausschließt, muss die anderen längst nicht ausschließen. Und das Gleiche betrifft dann eben auch die Accessibility Options, auch in Spielen. Was den einen hilft, muss den anderen noch lange nicht helfen. Manche Hardcore-Gamer und Souls-Veteranen rümpfen wahrscheinlich erstmal die Nase, wenn es um Easy-Modes und barrierefreie Einstellungen geht, weil es sie gar nicht betrifft. Viele Spieler und Spielerinnen werden durch solches Denken aber tatsächlich effektiv aus den beliebtesten Spielereien ausgeschlossen. Meiner Meinung nach geht es gerade so ein bisschen also in die Richtung, dass es eher je komplexer, desto besser ist das Spiel, desto höher ist mein Achievement dann. Ich kann sagen, ich habe das erreicht, ich habe das Level geschafft, obwohl es so komplex war, und ich finde, das ist der falsche Weg. Spiele wie die Souls-Reihe, wie leider auch das neue Zelda Tears of the Kingdom, wie Mario Kart 8 zum Beispiel, das sind Spiele, die haben nicht sehr viele Optionen, wenn es eben um Barrierefreiheit geht oder eben auch fern von Barrierefreiheit auch schon Einstellungsoptionen, was Sound zum Beispiel angeht oder so. Das ist dann leider immer sehr schnell eine Barriere, wenn man dann nicht viel individualisieren kann. Dass ausgerechnet Nintendo-Spiele notorisch weniger Optionen zur Barrierefreiheit anbieten, ist schon etwas ironisch. Gilt Nintendo doch als die Firma für Einsteigerfreundlichkeit. Mit einer Designphilosophie, die auf Zugänglichkeit basiert, ist es schon verwunderlich, dass Nintendo kaum Optionen zur Barrierefreiheit und keinen offiziellen adaptiven Controller anbietet. Ja, Nintendo ist ein schwieriges Thema, weil viele Designentscheidungen machen die Spiele schon relativ zugänglich. Also wenn man sich zum Beispiel Pokémon Schwert und Schild sieht, da gab es auch so eine Einhandfunktion quasi. Ja, im Prinzip muss man nur einen Stick bewegen können und hier und da mal eine Taste drücken, aber in der Regel auch nichts, was gleichzeitig bedient werden muss. Auf der anderen Seite war es aber in Schwert und Schild so, dass zum Beispiel die Audio-Option, so dass man Hintergrundgeräusche, Musik und andere Töne getrennt in der Lautstärke regeln konnte, nur bekommen hat als Einstellung, wenn man einen NPC getroffen hat, der einen Kopfhörer gibt. Also eine Option, die für viele Menschen Barrierefreiheit bedeutet, war als Item versteckt, und es hätte ja auch sein können, dass man dran vorbeiläuft. Liebe Spieleentwickler, bitte verkauft nicht diese Pseudo-Barrierefreiheit. In jedem Spiel, wo ich mit meinen Leuten spiele hier, wenn wir die barrierefreie Einstellung einstellen wollen, brauche ich erstmal einen Doktortitel, um das überhaupt zu checken, was ist gemeint, was passiert da. Es gibt weder Piktogramme, noch wird die Sprache erleichtert vom Spiel selbst. Ne? Auf sowas zielt es nicht ab. Es zielt noch im besten Fall auf körperbehinderte Menschen ab. Geistig behinderte Menschen fallen komplett raus. Ein Beispiel könnte man sich hier an barrierefreien Webseiten nehmen, die mit vorgelesenen Texten, Audiobeschreibungen von Bildern und Videos oder einer Option für einfache Sprache arbeiten. Elemente, die man so oder so ähnlich auch in Videospielen integrieren könnte. Trotz großem Nachholbedarf in der Videospielindustrie gibt es auch ein paar gute Beispiele für barrierefreies Game Design. Der Cozy Game Trend um Spiele wie Spiritfarer oder Unpacking wird immer größer. Cozy Games sind Spiele, die bewusst Entspannung und weniger kompetitive Elemente in den Vordergrund ihres Gameplays stellen. Und auch ein deutsches Spiel hat in den letzten Jahren für positive Schlagzeilen gesorgt. Das Aufbauspiel Dorfromantik vom Berliner Studio Tucana Interactive heimste nicht nur Computerspielpreise ein, sondern auch Höchstwertungen in fast allen Kategorien bei dem Barrierefreiheitstest von Gaming ohne Grenzen. Fehlender Zeitdruck oder ob das Spielen ohne Ton oder einhändig möglich ist, sind hier die Kriterien. Das findet man im klassischen Videospieljournalismus so auch eher nicht. Zugegebenermaßen bei unseren Reviews genauso wenig. Dorfromantik ist eben so ein sehr harmonisches, schönes Spiel. Und ich glaube, ganz viele Leute, die ein Spiel spielen wollen, die wollen das, um irgendwie runterzukommen, um abzuschalten, um wegzukommen von dem Stress. Auch eben so eine ganz geringe Einstiegshürde. Es ist sehr leicht zu verstehen, man kann direkt loslegen. Man hat viele Erfolgserlebnisse, gerade am Anfang vom Spiel.
Darüber hinaus gilt auch eine bestimmte Rennspielreihe als Vorbild für Barrierefreiheit. Also bei Forza ist halt so, da hat sich dann halt zwar auch ein bisschen etwas verbessert als ehemals zuvor hier, nur der hat sogar auch diese Gebärdensprache. Das ist aber leider nur auf Englisch und Amerikanisch, je nachdem, was bis jetzt schade ist. Ja, ein weiteres Beispiel wäre Forza Motorsport. Das ist ja sogar so entwickelt, dass man das wohl blind spielen kann. Ich habe auch nur die Einstellung mir mal angeschaut. Diverse Lautstärkeregler und wo ich gedacht habe, meine Güte, ey, da muss man erstmal auf die Idee kommen. Aber die haben ja auch, glaube ich, sehr stark mit Leuten zusammengearbeitet, die dementsprechend auch darauf angewiesen sind. Also es gab unter anderem auch schon mal eine Zusammenarbeit mit Ubisoft. Da durfte ich dann bei einem Anno-Spieletest mitmachen für eine Erweiterung mit. Und da waren wir dann so ein kleiner Trupp von, ich meine, 4 Leuten insgesamt, die halt dann DLC mitgetestet hatten und allgemein auch geschaut haben, ob uns barrierefreiheitsmäßig was auffällt. Also wir konnten wirklich Feedback geben in alle Richtungen, was uns da so einfiel und auffiel. Und das Ganze wurde dann auch sehr, sehr schnell an die Entwickler wirklich weitergegeben. Und wir haben dann nach ein paar Wochen, ich glaube vielleicht 3 oder 4 waren es, noch mal eine Version zugeschickt bekommen. Und da wurden die Sachen wirklich dann schon umgesetzt teilweise. Ubisoft ist da auch sehr groß mit dabei. Also die haben ein, ich glaube, inzwischen 5-köpfiges Accessibility-Team, wovon 4 Personen auch tatsächlich selber eine Behinderung haben. Und die holen sich aber trotzdem auch immer noch Expertinnen von extern mit dazu, wenn sie wieder entwickeln. Gaming ist global und größer denn je. Und wichtige Firmen wie Ubisoft nehmen das Thema Barrierefreiheit anscheinend durchaus ernst. Irgendwann alle Menschen abzuholen, sollte letztlich sowohl ein gesellschaftliches als auch wirtschaftliches Anliegen sein. Das Potenzial für noch mehr begeisterte Gamer ist auch unter Menschen mit Behinderung auf jeden Fall gegeben. Und ich habe gelernt, wie vielschichtig das Thema ist und dass wir hier natürlich nur einen kleinen Einblick geben können. Eins ist aber klar. Bei 7,8 Millionen schwerbehinderten Menschen, die allein in Deutschland leben, ist es absolut kein Nischenthema. Und der Weg in eine inklusive Gaming-Welt ist noch lang. Der Xbox Adaptive Controller und Sonys Access Controller sind aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe tatsächlich, dass durch das Produkt von Sony da jetzt ein gesunder Wettkampf reinkommt. Und Wettkampf zündet ja immer Ideen an und Potenziale und das hoffe ich sehr. Dass da jetzt nochmal ein ordentlicher Schwung reinkommt, dass es dann dazu kommt, dass auch die Spiele von Sony oder die Spiele, die auf der PlayStation dann gespielt werden können, einfach dann auch davon leben, dass in Messehallen eben dort dann auch Personal dafür ist, die sich dann mit dem Controller von denen beschäftigen. Und gesunder Wettbewerb schadet gar keinem Thema und erst recht nicht der Barrierefreiheit, weil ich glaube, deshalb dadurch kann das Thema größer werden. Und für geistig behinderte Menschen sollte man sich vielleicht mal hinsetzen und vielleicht auch nicht irgendeinen studierten Doktor für Game Design nehmen, der dann versucht, für behinderte Menschen eine Barrierefreiheit zu schaffen, sondern dann geht halt in die nächste Werkstatt. Müssen nicht wir sein. Es gibt mehrere Werkstätten. Geht rein, fragt nach. Habt ihr eine Gaming-Gruppe? Ja. Können wir mit euch das mal durchprobieren mit unserem Spiel? Und dann sagt ihr uns, wo können wir es vielleicht leichter machen? Und die Notwendigkeit, die ich sehe, dass eben nicht nur Menschen über Barrierefreiheit sprechen und da nehme ich mich bewusst nicht raus, die irgendwas studiert haben, ob es jetzt Reha-Wissenschaften oder Pädagogik ist und es gut meinen, aber tatsächlich einfach nicht wissen, wie sich eine Barriere anfühlt und was das auch so mit einem macht und wie es auch wichtig ist, dass Barrieren einfach auch verringert oder abgeschafft werden müssen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, mit behinderten Menschen zusammenzuarbeiten. Im Idealfall gehören die natürlich mit zum Entwicklungsteam. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Aber es gibt auch ExpertInnen mit Behinderung, die zur Beratung mit dazugeholt werden können. Und das so früh wie möglich. Weil Barrierefreiheit im besten Fall von Anfang an mitgedacht wird. Dann ist es zum einen einfacher, das umzusetzen und entsprechend günstiger. Aber man hat auch noch viel mehr Möglichkeiten, Barrieren gar nicht erst entstehen zu lassen. Menschen wie Florian, Dennis, Melanie und Katrin oder Initiativen wie Gaming ohne Grenzen bringen das Thema barrierefreies Gaming weiter in die Öffentlichkeit. Und wenn die Gaming-Community durch ihre Projekte noch um ein paar Facetten reicher wird, steigert das auch die Qualität und Kreativität der Spiele. Und am Ende hat wohl jeder was davon. Ob mit Einschränkung oder ohne. Stop.
Wenn ihr noch mehr von unserem Besuch in der Moritzberg-Werkstatt sehen möchtet, schaut doch mal hier rein. Und für einen weiteren kritischen Blick auf die Welt der Videospiele gibt es hier noch die ARD-Story über Glücksspiele in Games.